Ich lasse mein Herz sprechen und freue mich, dass ich hier sein darf. Mein Herzensthema Guided by Nature. Natur macht dich zu dem, der du wirklich bist. Genau, ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass ich die Gedanken mit dir und euch teilen darf. Und ja, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Simone Guadiera. Mein Motto, schon immer ein Wort, was mich total inspiriert, fasziniert hat, ist das Thema oder das Wort pur. Aus dem Grund auch Purity, pur und essentiell leben. Ich möchte ein paar Worte zu mir sagen. Ich bin 45 Jahre jung, ich bin verheiratet und darf mit meinem Mann zwei wunderbare Jungs großziehen oder begleiten in dieser Welt. Die beiden sind 8 und 12 Jahre. Seit dem letzten Jahr im März dürfen wir darüber hinaus ein wunderbares Familienmitglied, unseren Golden Doodle Pep, ja, zu unserer Familienbande zählen. Und ich bin von Haus aus Bankerin, also Bankkauffrau gelernt, arbeite noch in der Bank im Bereich Projekt- und Prozessmanagement in Teilzeit und genau, habe damals berufsbegleitend auch studiert in Richtung BWL, Marketing, Kommunikation und ja, seitdem Familienleben pur und ich habe es hier auf dieser Folie für euch geschrieben, Open Eyes, Mind, Heart. Ich denke, die nächste Folie sagt ganz viel darüber aus und ich möchte darüber oder darauf ganz bewusst eingehen, weil ich immer schon das Gefühl hatte, dass dann noch mehr ist, dass es dann noch mehr gibt. Mir fehlten ganz lange gute, tiefgründige Gespräche dazu. Das shiftete sich irgendwann, dazu komme ich natürlich gleich auch. Und möchte aber einfach diese Gefühle oder das, was da bei mir los war, mit dir teilen. Und dass da noch so viel mehr ist. Vielleicht war das schon, oder ganz sicher war das schon ein Bewusstsein, irgendeine innere Stimme, die ja mit mir, zu mir gesprochen hat, die ich noch nicht so richtig einsortieren konnte. Mich haben immer bewusste Menschen und Themen und Projekte total inspiriert. Menschen, die für das gegangen sind, wofür sie hier sind. Ich fand es immer spannend, genau das zu verbinden. Bewusste Themen, bewusste Menschen, Projekte, weil ich immer das Gefühl hatte, die gehören zusammen. Weil gemeinsam ist man einfach nochmal stärker und kräftiger und kann sich gegenseitig empowern. Hatte 1000 Antennen für Themen, die auch aus unterschiedlichsten Bereichen kamen. Es war ganz viel Natur, es war damals Yoga, es war Reitsport, es war Tiere insbesondere, es war natürlich unser Familienleben, den Kindern Werte mitzugeben. All das hatte ich so in mir und das war auch immer so mein inneres Feuer. Ich habe hier auch mal aufgeschrieben Gänsehautmomente, das sind so Momente, wo man gar nicht weiß, wo es herkommt, aber es berührt einen so sehr, wenn man einfach so visionäre Geschichten hört und genau, das ist ein ganz großer Teil von mir immer schon gewesen, der ja in mir war und auch immer noch in mir ist. Um dich ein ganz kleines bisschen mitzunehmen, was uns in den nächsten 20 Minuten erwartet, ich möchte ein bisschen was zu meinem Weg sagen, ein bisschen weißt du jetzt schon über mich, möchte aber über den Weg sprechen, der dann so wahnsinnig vieles verändert hat. Ich möchte mit dir teilen, wie ich Natur erlebe, empfinde, fühle. Und ich möchte dir am Schluss Möglichkeiten, wunderbare Ölmischungen aufzeigen, die du ganz sicher schon kennst, wenn du den Weg auch schon gehst und die aber vielleicht auch für dich eine Inspiration sind, wenn du noch nicht auf diesem Weg bist oder mit den Ölen noch nicht so intensiv gearbeitet hast. Möchte ich die Ölmischung vorstellen, die mich ganz wunderbar begleitet haben, zu dem zu werden, der ich heute bin. Und ich glaube, dass diese Reise eine unendliche Reise ist, der wir uns, also die nie zu Ende ist, das ist auch gut so. In der Natur gibt es auch kein Ende, es ist Wachstum und Unendlichkeit. Und genau. Ja, das, was mir vor nahezu auf den Tag genau 4 Jahren passiert ist, ist, dass mit mir ein Tropfen Öl geteilt wurde. Und auch ich hatte vorher schon Erfahrungen mit Duftölen gemacht, irgendwas, was gut riecht. Vielleicht hatte man da auch schon die Idee, dass es
was für einen tut. Aber die Enttäuschung war einfach immer wieder groß. Zum einen hatte es für mich nicht viel mit Natur zu tun. Zum zweiten waren Rückstände in irgendwelchen Duftlampen für mich ein Zeichen, dass es auf jeden Fall keine reine, pure Natur ist, die man uns da angeboten hat. Und genau, im Oktober 2017 wurde mir dieser Tropfen in meine linke Hand gegeben. Und ich weiß, es war Zitrone. Und wir wurden dazu ja, aufgerufen, mal mit der rechten Hand zu energetisieren, dreimal im Uhrzeigersinn. Das waren alles ganz, ganz neue Dinge für mich, die ich vorher nie, ja, die auch nie bis zu mir durchgedrungen sind, tatsächlich. Und ich habe diesen Tropfen aktiviert und habe meine Handschalen nebeneinander gelegt und habe tiefe Atemzüge genommen und ganz tief inhaliert. Und dieser Tropfen Zitrone hat für mich eine ganz neue Welt aufgemacht. Das war das, was ich mit Natur verbinde. Es war klar, es war rein, es war kraftvoll. Es war, es folgten viele Öle, auch Abende, aber viele Öle an diesem Abend, weil es war ein Startervortrag von der wunderbaren Anja Schnorr, meiner Upline. Und sie hat wunderbar durch diesen Abend geführt. Sie hat mir die Geschichte oder uns die Geschichte von Gary Young erzählt. Sie hat über das Unternehmen Young Living gesprochen. Und es war für mich so rund. Und es war, als hätte man mir einen Schlüssel übergeben, ein Stück weit, symbolisch, einen Schlüssel übergeben zu den Türen, von denen ich wusste, dass sie da sind. Und ich wusste aber nicht so richtig, wie ich durch diese Tür gehen konnte und das entdecken durfte, was dahinter noch ist. Und das war für mich der Moment. Und ich wusste, dass ich diesen Weg weitergehen möchte. Und ich möchte ganz, ganz viel darüber lernen und lesen und lehren auch, weil ich das Thema so groß finde. Und genau, das war mein Start, ja, exakt vor 4 Jahren mit Young Living, mit dieser Vision, dieser wunderbaren Person im Mittelpunkt natürlich, die das alles möglich gemacht hat. Und die Energie, die Reinheit, die Transparenz, das Vertrauen, die Kompetenz und die Qualität, die man in jedem Moment spürt, wie ich finde, in jedem Produkt, in jedem Öl, insbesondere in den Ölen, die ja das Herzstück dieser wunderbaren Firma sind. Ich hatte das vorher schon gesagt, bevor ich Young Living kannte, hatte ich immer schon viel, viel Freude und eine ganz tiefe Verbundenheit zu Menschen, die einfach losgehen auf ihrem Weg und das tun, wofür sie hier sind oder schon fühlen, wofür sie hier sind. Und die Geschichte von Gary Young hat ja, das nochmal komplettiert für mich. Ich denke, dass viele, die jetzt hier zuhören, diese Geschichte kennen. Ich für mich kann sie gar nicht oft genug hören, weil ich einfach immer wieder inspiriert bin von dem, was er getan hat, weil es so viele Facetten hat und ich auch ganz sicher noch nicht alle kenne. Ich sauge das immer auf oder immer wieder gerne auf. Und ja, für die, die das jetzt zum ersten Mal hören, Gary Young, möchte ich in einigen wenigen Sätzen die Geschichte erzählen. Gary Young, ein Amerikaner in Utah geboren, in eher ärmlichen Verhältnissen und immer sehr, sehr in der Natur verbunden. Er litt einen sehr, sehr schweren Unfall bei Baumfällarbeiten. Da war er, glaube ich, Anfang 20. Und dieser Unfall führte dazu, dass er diverse Knochenbrüche hatte und an den Rollstuhl gefesselt war. Und von der klassischen Medizin oder auch von den Ärzten, die ihn behandelt haben, eigentlich wenig Signale bekommen hat, dass sich dieser Zustand im Rollstuhl jemals ändert. Man war sowieso überrascht, dass er diesen Unfall überhaupt überlebt hat. Und dieses Thema Rollstuhl führte auch dazu, dass er depressiv wurde, weil er einfach nicht mehr in seiner Kraft stand, so wie er das einfach vorher gelebt hat und leben konnte. Und dann hat er, und das ist das Wahnsinnige Schöne an dieser Geschichte, sich auf seinen Weg gemacht, weil er einfach der Natur ganz, ganz viel zugetraut hat und hat ja die Essenzen gesucht in der Natur, hat sie gefunden, hat sich inspirieren lassen, hat sie gefühlt, hat sich kundig gemacht, ist um die ganze Welt gereist und hat einfach daraus seine Vision entwickelt, diese reinsten ätherischen Öle, diese pure Pflanzenkraft in jeden Haushalt dieser Welt zu bringen.
Und ich finde, es ist eine gigantische Vision, eine tolle Mission, einfach viele Menschen da abzuholen und wo sie stehen und einfach die Möglichkeit zu geben, mit den Ölen, mit den wunderbaren Produkten zu leben, zu wachsen, sich zu entwickeln und sich vor allem zu entdecken. Ich möchte ein paar Begriffe mit dir teilen, wie ich die Pflanzenseelen auch fühle. Und zwar sind es für mich die Essenzen aus der Pflanze. Auch das ist ja so wertvoll. Das ist das ganz reduzierte Pflanzenmaterial, also wirklich die Essenz. Es sind für mich Seelen und sie sind individuell, jede einzelne, in jeder Ernte, jede Pflanze für sich. Sie haben einen eigenen Charakter, eine Einzigartigkeit tatsächlich. In der Natur ist alles einzigartig. Es gibt keine Kopien, nie. So wie wir auch alle einzigartig sind. Die Energie der Pflanzen, die hohen Schwingungen, die messbar sind, wenn man sie messen möchte, die nachweislich messbar sind. Diese Vielfalt und diese Frequenzen, in denen sie schwingen, in denen wir schwingen, all das sind für mich auch die ätherischen Öle, so wie ich sie sehe. Und das ist ein Satz, der ganz oft, wenn ich mal eine Hunderunde gehe, habe ich tolle, für mich tolle Ideen und Inspirationen. Und das war einer dieser Sätze, dass ich gesagt habe oder für mich gedacht habe, Natur will nicht verstanden, sondern gefühlt werden. Wir haben ganz oft, so geht es mir, immer das Gefühl, dass wir irgendwie beweisen müssen, warum was gut ist oder warum es uns gut tut. Und dann denke ich, Natur will nicht verstanden werden. Es ist nicht der Verstand, es ist das Herz. Wir dürfen fühlen. Und wenn wir uns verbinden und ein bisschen bewusst sind, dann werden wir fühlen. Und vielleicht hast du Lust, jetzt einfach mal die Augen für ein paar Sekunden zu schließen und dich an deinen letzten Aufenthalt in der Natur, wo du mit der Natur in Ruhe warst, dich zu verbinden. Vielleicht war es ein Waldspaziergang mit deinem Hund, mit deiner Familie, vielleicht warst du alleine unterwegs. Vielleicht war es ein Ausflug, ein Urlaub am Meer. Und vielleicht war es auch, dass du auf einem großen Berg standest und einfach in die Weite geguckt hast. Und das Gefühl, was es da mit dir macht, du mit der Natur, das macht was mit einem. Das berührt, das macht manchmal Gänsehaut. Und wir müssen es nicht begründen und beweisen. Wir fühlen, dass es uns gut tut. Vielleicht geht es dir auch so. Mir geht es so. Und ich mag dich einfach da ein Stück weit mitnehmen. Und jetzt kommen ein paar Folien, wo ich Dinge zusammengetragen habe, Sätze zusammengetragen habe oder Statements, die ich so fühle, weil ich so der tiefsten Überzeugung bin, dass die Natur Bescheid weiß, sich auskennt und perfekt ausgerichtet ist. Natur ist Ruhe und Stille. Wenn wir wollen in die Natur rausgehen, haben wir da die Ruhe und die Stille. Nicht nur die akustische Ruhe, sondern wir kommen auch zur Ruhe. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Natur reduziert auf das Wesentliche. In der Natur ist nichts überflüssig. Es ist Fülle, aber es ist nicht überflüssig. Es wird gebraucht, es ist da, es ist kraftvoll und da. Natur balanciert uns aus. Also, wenn wir gestresst in die Natur gehen, kommen wir selten noch gestresster zurück. Also, es macht was mit uns, mit unserem System. Die Natur kräftigt uns und manipuliert uns aber nicht. Sie hat keine Ambitionen, uns in eine bestimmte Richtung zu drängen, uns was aufzudrücken. Wir dürfen nehmen, was uns gut tut, aber es gibt keine vorgegebene Richtung. Natur ist your back, wie eine Umarmung, also eine stärkende Hand, die du in deinem Rücken hast, oder ein bestärkendes Schulterklopfen. Natur ist permanentes Wachstum. Es gibt keinen Stillstand. Es gibt auch keinen Stopp. Wir wachsen nicht weiter. Es ist immer Wachstum. Es ist immer nach vorne. Natur berührt und erdet uns. Natur holt uns ab. Natur lässt uns fest verankert stehen, gibt uns Stärke und Kraft. Natur energetisiert und lässt uns auftanken. Natur schenkt uns Raum und Weite. Der Blick auf das Meer, der Blick über die Berge, die Weite, die uns gut tut, der Blick, der schweifen kann, all das holt uns total ab. Also holt mich total ab.
Vielleicht holt es dich total ab. Natur entwickelt, Natur überfordert nicht. Alles, was in der Natur passiert, passiert in unserem Tempo, wenn wir mit der Natur arbeiten. Wir können gar nicht mit der Natur arbeiten, wenn wir draußen im Wald unterwegs sind. Wenn wir mit diesen wunderbaren Pflanzenseelen arbeiten, dann arbeiten sie mit uns, ob wir wollen oder nicht. Ganz tief im Unterbewussten. Sie überfordern uns aber nicht. Es geht in unserem Tempo, so wie wir es verkraften können, wie wir es gebrauchen können und wie wir es verarbeiten können. Und was auch schön ist, alles versucht man immer draußen schneller und optimierter und noch mehr auf den Punkt. Natur kennt keine Abkürzungen. Es braucht so lange, wie es braucht, bis ein Baby auf die Welt kommt, ein Baum wächst. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also Natur kennt keine Abkürzungen. Natur bringt uns ins Hier und Jetzt. Stell dir vor, du stehst am Meer. Es ist völlig egal, was vorher und nachher war. Du bist einfach im Hier und Jetzt. Natur kennt keine Zufälle. Alles, was passiert, passiert aus einem Grund. Und letzte Aussage, und das ist das, womit ich auch weitermachen möchte und dich inspirieren möchte, darüber mal Gedanken zu machen, dass die Natur uns zu unserer Essenz führt, zu dem führt, wer wir wirklich sind. Das ist meine tiefste Überzeugung. Das ist das, was ich erlebe vor 2017, bevor ich die Öle kannte, vielleicht unbewusster. Seitdem ich sie kenne, hat sich das wie hochgekrempelt. Guided by nature, von der Natur führen lassen und zu dem werden, der man wirklich ist. Genau. Lass die Natur dein Coach sein. Wieder Begriffe, die ich dir mitgeben möchte an der Stelle, Reduktion und Essenz. Also lass die Natur dein Coach sein und komme bei dir an, bei deiner wahren Essenz. Schmeiß alles weg, was dir nicht mehr dienlich ist. Lass los, was dir nicht gut tut. Umgib dich mit denen, die dir gut tun. Lade sie bewusst ein. Menschen, Themen, Projekte, wie auch immer. Lass die Natur dein Coach sein. Es gibt immer Zyklen in der Natur. Zyklen wie die Jahreszeiten, wie Sonne und Mond, der Zyklus der Frau. Zyklus wie jetzt im Herbst bedeutet auch immer Reinigung. Altes darf gehen, Platz schaffen für Neues, was uns gut tut. Und genau das ist auch dieser Ausgleich. Nicht nur anhäufen, sondern auch mal wieder einfach Dinge gehen lassen. Thema Balance und Energie. Also die Energie, die uns nährt, die uns gut tut, die unser Motor ist, die unser Treiber ist. Wenn wir mit der Natur arbeiten, wenn die Natur unser Coach sein darf, wird sich eine natürliche Energie einstellen, die dich zufrieden macht, die dich glücklich macht und die eine Leichtigkeit darstellt. Und du wirst dich, aus meiner Sicht, ich kann es an meinem Beispiel sagen, du wirst dich entwickeln, weil du erkennst, wer du bist und du gehst in diese Richtung, die dir wichtig ist und wächst dadurch in deine Richtung, weil sie dir wichtig ist. Und selbstverständlich möchte ich dir ein paar Ölmischungen aufzeigen, mitgeben, darauf eingehen, die mir gut getan haben und von denen ich glaube, dass sie wunderbare, perfekte Begleiter auf dem Weg sind, seine eigene Essenz zu finden, bei sich selbst anzukommen. Das ist zum einen die Ölmischung Awaken. Ich habe sie hier, vielleicht hast du sie bei dir. Ich habe sie auf jeden Fall im Workbook aufgenommen, wenn du da nochmal nachlesen möchtest. Awaken, Erwachen, eine wunderbare Ölmischung, die aus 5 Ölmischungen zusammengesetzt wurde. Gary Young hat diese Ölmischung kreiert aus 5 einzelnen Ölmischungen wie Joy, Present Time, Harmony, Forgiveness, Dreamcatcher. Jede Ölmischung steht für sich und ist für sich wunderbar. In Summe sind sie in Awaken wunderbar. Und wie du die Öle anwendest, ich bin absoluter Fan von intuitiver Anwendung. Dein Körper sagt dir, wo du die Öle brauchst. Dein Körper sagt dir, wann du zu deinem Ölekoffer gehen darfst und genau nach dieser Ölmischung greifen darfst. Es darf auch einfach eine zyklische Anwendung sein, dass du 21 oder 28 Tage einfach mit einem bestimmten Öl arbeitest. Selbstverständlich, alles ist möglich und das ist das Schöne. Höre einfach, was du brauchst, wonach dich
deine innere Stimme ruft und auffordert. Und notiere dir gerne in deinem Journal, wenn du mit Awaken in die Stille gehst, in die Meditation gehst, in die Verbindung gehst, stelle deine Fragen, die dir wichtig sind, und erwarte die Antworten nicht aus deinem Kopf, sondern lass die Fragen einfach stehen und notiere vielleicht nach der Meditation, was für Gefühle da sind, was du schreiben möchtest. Notiere es dir in einem Journal und halte das einfach handschriftlich fest. Entdecke dich und dein grenzenloses Potenzial. Für mich Awaken. Auf einer Reise, die nie endet. Also man kann gar nicht genug aus meiner Sicht mit Awaken arbeiten, weil man nie richtig, richtig, richtig ankommt. Der Trichter wird enger und es fühlt sich so gut und so leicht und so wunderbar an. Eine weitere Ölmischung, die ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist Build Your Dream. Auch wunderbar, um für dich Klarheit und Stärke zu bekommen, für deine Träume, was dir wichtig ist, die Träume zu erkennen und zu verwirklichen, Entwicklung und Wachstum zu leben und zu ehren auch, weil Entwicklung und Wachstum ist wunderbar, wenn man weiß, was man möchte und sich in eine Richtung entwickelt. Und einfach kreativ zu sein, zu schöpfen, seinen Weg zu gehen. Auch das Öl, dieses Öl kannst du wunderbar in der Stille verwenden. Du kannst es dir auf den Kehlkopf geben oder auf den Scheitel. Das waren so intuitive Ideen von mir, was mir immer gut getan hat. Kehlkopf, unsere Stimme und der Scheitel, die Verbindung zum Göttlichen, zum Bewussten. Für mich ist das wunderbar. Und immer wieder deiner Intuition folgen. Höre immer wieder rein und fühle, wie es dir damit geht. Genau, es sind Bäume enthalten. Das Thema Erdung ist natürlich wichtig, dass wir auch im Hier und Jetzt bleiben. Lavendel und Ylang Ylang für Ausgleich und Balance und Kraft, Stärke. Die Ölmischung Belief ist als Ölmischung enthalten und Zypresse, dem Leben Vertrauen fließen lassen. Nicht alles verstehen müssen. Vertrauen. Eine weitere wunderbare Ölmischung ist Live Your Passion. Und das ist eigentlich auch so der Kern meiner Inspiration für heute. Lebe deine Passion. Lebe das, was dir gut tut, wofür du hier bist. Lebe mit Leidenschaft. Geh für dein Warum. Es ist egal, ob das dein Nachbar toll findet oder irgendjemand anders. Es ist wichtig, dass du bei dir bist, dass du dich mit dir verbinden kannst, dass du das Laute im Außen, dass du damit gut umgehen kannst und dass du innerlich so stark wirst, dass du da wie ein Baum, wie ein Berg mit dir gemeinsam den Weg gehst. Und gerade in der heutigen Zeit so wichtig, bei sich selbst zu sein und die Freude am Leben zu behalten, weil man einfach sich selbst an der Stelle so ernst nimmt. Und es hat mit Selbstliebe zu tun, es hat mit Selbstwert zu tun und genau. Auch diese Ölmischung kannst du wunderbar intuitiv anwenden. Du kannst es in deine Aura geben, tatsächlich auch wenn du aus dem Haus gehst. Ich habe auch manchmal einfach die Ölflaschen nur so dabei in der Tasche, wie so eine bestärkende Hand. Ich sprach davon. Und du kannst dir ganz wunderbar natürlich auch dein persönliches Intention Setting, also deine Ziele, deine Wünsche, deine Absichten auch wieder gerne handschriftlich notieren, wohin du möchtest und was dir wichtig ist. Die Ölmischung Belief, die dir immer wieder Glaube und Stärke schenkt, durchzuhalten, an das Gute zu glauben, hoffnungsvoll zu bleiben, positiv zu bleiben, auch wenn es mal so ein bisschen knirscht oder auf dem Weg nicht weiterzugehen scheint, dann braucht es vielleicht einfach noch die Zeit, dann brauchst du vielleicht noch die Zeit, dann brauche ich noch die Zeit. Das ist die Natur. Und die Ölmischung Belief fühlt sich ganz oft wunderbar auf dem Herzchakra an bei mir. Und auch auf den Fußreflexzonen, und du kannst auch wunderbar mit Belief in die Meditation gehen. In die Stille und auch da wieder deine Fragen stellen.
Die letzte Ölmischung, die ich mitgebracht habe, beziehungsweise die ich dir vorstellen möchte, The Gift, auch die habe ich hier und immer gerne bei mir, dass egal was passiert, du immer weißt, dass du ein Geschenk für diese Welt bist, dass du einzigartig bist, so wie du bist, und dass egal wo du stehst, du schon einzigartig bist. Und das fällt uns manchmal schwer, uns so anzunehmen. Man vergleicht sich, man guckt nach links und rechts, aber das Individuelle, das anzunehmen und sich selber zu lieben und loyal mit sich selbst zu sein, das verkörpert für mich diese Ölmischung, die aus 7 Ölen aus der Antike von Gary Young komponiert, als Komposition zusammengeführt wurde und für mich ein wahnsinnig tolles Öl. Es läuft auch jetzt hier im Diffuser. Ich liebe dieses Öl und es transportiert so viel. Und genau. Ich möchte das, was ich in den letzten Folien mit dir geteilt habe, ein bisschen zusammenbringen, wie so eine Art Protokoll, dass du, wenn du dich für den Weg entscheidest, von der Natur geguidet zu werden, die Natur als dein Coach zu wählen, dann verbinde dich mit Natur und fühle dich. Lass dich von der Natur führen. Werde zu dem, der du wirklich bist. Komme bei dir an. Entwickle dich und wachse. Lebe deine Passion und lebe deine Essenz. Let nature be your coach and become your original. Ich habe jetzt hier nochmal eine englische Formulierung gewählt. Manchmal fühlt sich das weicher an. Ich glaube, dass wenn wir alle unser Original leben, wer wir wirklich sind, dann ist das eine der kraftvollsten Energien, die wir zur Verfügung haben. Ein kraftvoller Weg, den wir gehen dürfen und der sich auch nicht mehr schwer anfühlt, weil wir einfach das tun, was für uns bestimmt ist. Und ganz oft ist das, was für uns bestimmt ist, auch das, was uns leicht fällt. Und wir kämpfen viel zu viel und dürfen uns immer fragen, ob das die Dinge sind, die wir wirklich möchten, die wir wirklich brauchen oder ob da Dinge gehen dürfen. Und das Wort Original ist auch so genial, weil wir auch mit den Ölen immer wieder, ich finde diese Vision von Gary Young, das ist für mich das Original. Es ist vieles andere drumherum, aber für mich hat auch nur ein Original die originale Energie und diesen Vibe eines Originals. Und das ist unverfälscht und echt. Und das ist für mich Vertrauen und pur und essentiell. Und das kreist immer wieder um mich rum. Und ich möchte das einfach an dieser Stelle teilen. Und das ist meine letzte Folie. Ich freue mich, wenn dich meine Worte und meine Gedanken erreicht haben, wenn du auch das Gefühl hast, dass da noch viel mehr ist, wenn du der Natur genauso viel zutraust wie ich und wenn du einen natürlichen Guide suchst, der dich deine wahre Essenz erkennen lässt und dich entsprechend wachsen lässt und wenn du mit mir gemeinsam eine Delle ins Universum schlagen möchtest, indem wir gemeinsam bewusstes Sein verbinden. Dann bin ich jetzt zutiefst dankbar, denn dann war der Vortrag genau für dich, so wie der Vortrag im Oktober 2017 für mich war an der Stelle. Und ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf deine Gedanken und deine Hinweise und Anmerkungen, die du vielleicht im Nachgang mit mir teilen möchtest, wenn du das hier gesehen hast. Ich danke dir für deine bewussten Themen und Projekte und ich liebe es, mich mit Menschen zu verbinden, die einfach auch was vorhaben im Leben und bewusste Dinge verbinden möchten. Und die Welt braucht Originale wie dich. Und danke für dich.